Wir schauen uns in diesem Testvideo hier drei besondere Schokoladen an, die ich von der ISM 2019 aus Köln mitgebracht habe. Dort am Heidi-Stand gab man mir unter anderem die Heidi Dark Espresso, die Heidi Dark Mini Mix Composition und die Heidi Creme d'Or Creme Brûlée. Wir schauen sie uns an. Wie schmecken sie? Was steckt so drin? Eine kleine Übersicht über diese paar Produkte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe es nebenbei schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass die Heidi-Schokolade Vanille, Madagaskar-Vanille war es glaube ich auch, oder zumindest Vanille, die geilste weiße Schokolade ist mit Vanillegeschmack, die ich jemals gegessen habe. Richtig geil. Ich habe sie irgendwie noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht explizit danach gesucht. Ich hatte dort auf der ISM, ich hoffe, ihr habt das Video übrigens gesehen, sonst schaut es euch nochmal an in meiner Playlist. Ich weiß gar nicht, welche Playlist das ist. Ich glaube, Boxen, Spaß und Co. Da kommt immer alles rein, was ich nicht so ganz zuordnen kann. Da habe ich das so eine Art Probe-Block nur bekommen, was man so nicht kaufen kann. Deswegen muss ich noch schauen, wo es die normale Version davon gibt. Die war einfach nur saugeil. Und deswegen bin ich jetzt hier sehr gespannt, euch diese Produkte vorzustellen. Wobei ich jetzt auch gerade, während ich das Intro gemacht habe, festgestellt habe, dass diese Heidi Dark Espresso hier auch als Mini-Version drin ist. Deswegen brauchen wir die Tafel hier vielleicht gar nicht aufmachen. Wird sich meine Ma sicherlich darüber freuen. Und wir schauen, oh Gott, da ist auch Minze drin. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Und wir schauen uns dann trotzdem mal hier an, was wir so haben. So als Übersicht, einfach nur, um euch so ein bisschen das vorzustellen. Und auch, weil ich mit den Leuten da geredet habe, habe ich ganz gut verstanden. Und dann dachte ich, also komm, die haben mir halt was gegeben, dann kann ich die Produkte auch vorstellen. Wobei an dieser Stelle ich auch hier wirklich explizit sagen möchte, ich verkaufe nicht meinen Arsch. Wenn ich hier gleich sagen werde, dass sie gut ist, dann finde ich sie gut. Und wenn ich sage, dass sie scheiße ist, dann ist sie scheiße. Da bin ich wirklich. Ja, ich sag mal ganz, ganz fair. Ich finde, das ist halt einfach wichtig, wenn man vernünftig was vorstellen möchte. Ich meine, klar, am Ende ist alles eigener Geschmack. Nur weil ich dann am Ende sage, schmeckt mir, heißt es nicht, dass es euch dann auch schmeckt. Und wenn ich sage, schmeckt mir nicht, heißt es nicht, dass es euch auch nicht schmeckt. Von daher probiert es am Ende selber aus. Ich versuche viele Dinge immer objektiv zu bewerten, wie Zutaten und sowas oder auch Preis und so. Ob es am Ende schmeckt, ist halt immer ein eigenes Thema für sich. Aber ich denke, das wissen die meisten Leute auch von euch. Ich möchte es trotzdem immer mal wieder gerne erwähnen. Was haben wir hier? Das packe ich jetzt aber nicht aus. Wir haben von Heidi zum Beispiel eine Espresso-Schokolade. Das ist tatsächlich etwas seltener so auf dem Markt zu treffen. Es gibt eine sehr, sehr geile Kaffeesahne auch von Aldi Nord. Eine der geilsten Schokoladen überhaupt. Sowas wie Kaffeesahne findet man öfter, gerade bei Discountern so großen 200-Gramm-Tafeln. Das ist jetzt ein bisschen edler. Zartbitter-Schokolade mit Kaffee. Ich weiß nicht, ob die hier auch wie Lindt-Preise draufschreiben. Nein, deswegen kann ich euch leider nichts dazu sagen. Was wir uns aber anschauen könnten, ist sicherlich die Zutaten. Wir haben Zutaten Zucker Rumänien. Hä? Der Zucker kommt aus Rumänien, will man mir jetzt sagen. Warum ist das jetzt für mich wichtig? Keine Ahnung. Wir haben Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver, gemahlenen Kaffee 1,5%, Imbogator, Soja, Lecithin, Aroma, Espresso, Kakao 45%. Schade, dass man Aroma reingemacht hat und nicht mit mehr Kakao da probiert hat. Ich bin gleich gespannt, also nicht probiert hat, den Geschmack reinzubekommen. Vielleicht hätte man den einkochen müssen. Ich weiß nicht, ich bin ja kein Fachmann, aber ich finde es ein bisschen schade, wenn in Schokolade Aroma drin ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. 80 Gramm sind drin. Wir schauen uns gleich hier an, wie sie schmeckt. Gucken wir uns als nächstes vielleicht die Creme Brûlée an. Vollmilchschokolade mit Creme Brûlée-Füllung. Also so karamellisierte Eiercreme ist das ja. Eiersahnecreme. Hergestellt in Deutschland. Schon mal sehr, sehr geil. Gutes Qualitätsmerkmal, das muss man natürlich sagen. Heidi Schokoladenschwärmer, genau, Götten, die gehören nämlich irgendwie zusammen. Ich habe euch die Schwärmer Pralinen vorgestellt, die ich auch sehr, sehr gut fand. Schaut da auch nochmal ins Video auf meinem Kanal. Vollmilchschokolade mit 35% Kakao mit Trüffelfüllung. Trüffel bezeichnen die eher sowas wie so eine Süßcreme, Schokocreme oder so. Mit Karamellgeschmack. Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Sahne, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butter reinfällt, Glukosesirup, Alkohol. Dextrose, Feuchtigkeit mit Sorbit, Sirup, Emulgatoren, Soja, Lecithin und Aromen. Auch hier in dieser Stelle leider wieder Aromen drin, wobei ich es hier bei so einer Sorte Creme Brûlée noch verstehen kann. Gerade diese ganzen fancy Kreationen wie ja, Creme Brûlée oder keine Ahnung, Cookies and Cream und diese ganzen Klamotten, da muss irgendwo das Aroma herkommen. Wobei ich finde, bei Espresso hätte das eben nicht sein müssen, das hätte man bestimmt auch irgendwie anders hinbekommen. Schade an der Stelle, hier finde ich es mit dem Aroma aber eigentlich okay, weil wenn man kauft Schokolade mit Creme Brûlée-Füllung, dann kann man kaum erwarten, dass da irgendwie echte Creme Brûlée drin ist oder so, ne? Preis kann ich euch, wie gesagt, leider auch wieder nicht sagen. Die kosten meistens höchstens so 1,50, 2 Euro. Also nicht so teuer wie eine Lindt, aber schon teurer als so Discounter-Schokolade oder so oder Milka. 90 Gramm sind hier in diesem Fall drin. Und die schauen wir uns natürlich auch mal jetzt im Detail an.
Oh, auch mal anders verpackt in Plastik, nicht so eine blöde Alufolie. Das ist eigentlich auch schon mal ganz nice. Ein Stückchen hier rausbrechen. Sieht man auch schön, die Vollmilchschokolade. Einmal Anschnitt. Knack. Aha, also Creme eher dunkel innen drin. Nicht so hell, wie es hier auf dem Bild aussieht. Ist eher ein bisschen dunkler. Genau, hier seht ihr die. Oh, die ist auch recht weich, die Füllung. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die wäre fester. Hier kann man sehen. Oh, komm, hier oben fokussieren. Sieht man, dass die so ein bisschen weicher ist. Mhm. Schokolade außen. Knackig. Oh, man schmeckt tatsächlich auch ein bisschen Alkohol. Mhm. Sorry, ich muss mal kurz schmatzen. Hört bitte weg, macht die, oder ich mache Pause. Moment. Bei Schokolade muss man lutschen irgendwo auch. Mhm. So, ich könnte jetzt so ein bisschen darauf rumschmatzen. Ich muss sagen, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass sie nach Creme Brûlée schmeckt, aber sie hat so einen cremigen Geschmack und diese leichte Alkoholnote schmeckt mir sehr, sehr gut. Das muss ich schon sagen. Also diese Heidi Creme Brûlée durchaus mal ausprobieren, wenn man auch mit Alkohol kein Problem hat. Und die Schokolade außen knackig, also die gefällt mir wirklich ganz gut, muss ich schon sagen. Große, also Stückchen von der Größe passen ganz gut und ja, einfach gut. Haut mich jetzt nicht um, aber einfach mal lecker und kann man, denke ich, einfach gerne mal ausprobieren. Vor allem so Schokolade mit Alkohol ist eh alles immer ein bisschen seltener und nicht, dass man jetzt Alkohol feiern muss, aber ja, ich weiß nicht. Also ich fand sie lecker und finde es auch schön, wenn einfach ab und zu mal eben so ein bisschen Alkoholgeschmack damit bei ist. Muss aber auch nicht sein. Ansonsten kriege ich eigentlich relativ selten Alkohol. Aber so in Schokolade ist das manchmal ganz nett. Gucken wir uns die Mini-Kompositionen an. Wir haben 4 verschiedene Sorten. Wir haben Dark Extreme, 85%iger Kakao-Schokolade. Wir haben Espresso, Dark Minze und Limone und Cranberry. Zutaten will ich jetzt an dieser Stelle hier nicht großartig drauf eingehen. Nicht hergestellt in Deutschland, sondern in der EU. Und Zutaten könnt ihr hier auf Pause machen, wenn ihr wollt. Ich denke mal, ja, das wird so ähnlich in die Richtung gehen wie so ein, wie die Creme Brûlée. Wir haben hier natürlich auch Zitronenstückchen drin. Wir haben Zucker wieder aus Rumänien drin, warum auch immer. Wir haben auch Aromen drin, Vanille. Ja, Minze haben wir auch. Getrocknete Zitrone, Fructose. Haben wir jetzt denn hier auch Minze drin? Jetzt haben wir Zitronenstückchen, Minze, Zutaten, Zucker. Genau, gemahlene Minze ist auch drin, aber auch Aromen. Okay, wir schauen sie uns mal an. Ich mag so Packen, die so einen guten Rundumblick geben. Was haben wir hier als Beschreibung drin? Extreme 85, the real thing for, genau, für Genießer oder sowas. Extremely fine and thin, extrem fein und dünn. Die dunkle Schokoladetäfelchen schmelzen langsam in den Mund und setzen einen well-balanced, also einen wohl balancierte Geschmack von Bitterness, Holz und Sweetie und süßen Blumennoten. Okay. Was ist so ganz schön, diese kleinen Packungen hier. Dark, ich mag das tatsächlich gerne. Ist Geschmackssache. So sehr dunkle Schokolade. Kleine Täfelchen. Ich mag das gerne, aber es ist wirklich nur was für harte Leute. Ich habe neulich 99% gegessen, auf der ISM sogar 100% Hardcore, aber ich mag das. Eigentlich müsste ich sie lutschen. Keine Zeit dafür. Oh ja. Aber sie schmilzt auch wirklich gut. Bitter. Auf jeden Fall bitter. Ja. Nicht sehr süß. Ich mag das total gerne. Wirklich schön zusammen. Schön Espresso. Einfach lecker. Mir schmeckt's. Heidi Dark Extreme. Von meiner Seite aus wirklich mal ausprobieren. Jetzt mal die Dark Cranberry. Sehen wir hier so kleine Stückchen drin. Das sind vielleicht genau die getrockneten Cranberries. Das wird jetzt eine leicht saure Note geben. Erinnert so ein bisschen an die Dark Milk mit Himbeere. Die sind ja auch eher sauer. Ja. Leicht fruchtige Note. Entschuldigung, dass es gerade geraschelt hat. Leicht fruchtige Note. Aber jetzt auch doch nicht so sauer, wie ich dachte. Ist auch dunkle Schokolade, aber natürlich nicht ganz so bitter wie die Dark Extreme.
Ist soweit okay, aber gibt so einen leichten Kontrast zur Schokolade. Ist ganz nett, wer so eine leicht fruchtige Note mag, da kann das gerne ausprobieren. Ich persönlich mag es nicht, so Früchte in Schokolade, aber schlecht ist es nicht und vor allem auch wieder schöne Kakaonote. Riecht sehr, sehr gut. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. So, kommen wir zur Minze und da muss ich an dieser Stelle sagen, ich bin kein Fan von Minze. Deswegen meine Meinung hier, die wahrscheinlich heißen wird, schmeckt mir nicht, hat echt nichts mit diesem Produkt zu tun von Heidi. Ich mag Minze einfach nicht. Trotzdem muss ich sie hier jetzt natürlich einmal ausprobieren. Boah, die riecht schon, riecht wie After Eight. Ist jetzt aber auch irgendwie nicht so Minzblätter drin. Schon mal sehr gut für mich. Oh, schön knackig. Da ist irgendwas drin. Leichte, schöne Zitrusnote, die schmeckt mir wirklich ganz gut. Minze ist eher mild, hätte ich jetzt Schlimmeres erwartet. Kommt fast schon so Ätherisches hervor. Und doch, schmeckt tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Vielleicht, weil die Minze nicht so stark ist, aber vielleicht ist es, das habe ich neulich auch bemerkt, als ich den Quest-Bar Minz-Chocolate gegessen habe. Ich werde Minze nicht lieben, aber es ist, glaube ich, doch nicht so schlimm für mich, wie ich immer dachte. Also von daher, dieser Heidi Minz und Limone ist wirklich eine schöne Komposition. Kann man wirklich gerne auch mal ausprobieren, wenn man Minze und Zitrone mag. Gar nicht so schlecht. Und jetzt als letztes, worauf ich mich am meisten gefreut habe, deswegen zuletzt die Heidi Dark Espresso. Hier irgendwie auch so kleine Stückchen drin. Vielleicht gemahlener Kaffee, ne, wie da drauf stand. Oh, oh wow. Oh wow. Riecht richtig intensiv nach Espresso, nach Kaffee. Auch knackige Stückchen drin. Gemahlener Kakaobohnen. Oh. Oh Leute. Sehr, sehr lecker. Aromen hin oder her. Die Heidi. Wo ist er jetzt? Komm, nimm die große Tafel. Die Heidi Espresso. Sehr, sehr lecker. Schöner Knack in der Schokolade. Außen dunkle Schokolade. Und sehr, sehr geiler Kaffee-Espresso-Geschmack. Wirklich schmeckt mir sehr, sehr gut. Sehr schöne Tafel Schokolade. Will ich schon fast verzeihen, dass Aromen drin sind. Vielleicht hätte man sie auch mit natürlichen Stoffen hinbekommen. Weiß ich jetzt nicht. Aber heutzutage geht fast gar nichts mehr ohne Aromen, von daher sei hier gesagt, okay, Aromen sind drin, aber sie schmeckt leider trotzdem sehr, sehr geil. Von daher probiert sie gerne mal die Heidi Espresso, wenn ihr nichts auszusetzen habt gegen Kaffee in Schokolade, wird sie euch sicherlich schmecken. Ja, das soll es gewesen sein. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerne eine Meinung von euch zu Heidi-Produkten, falls ihr was dazu beizutragen habt oder zu anderen edlen Schokoladensorten. Welche Kaffeeschokolade könnt ihr vielleicht noch empfehlen? Wie steht ihr zu Alkohol in Schokoladen oder auch zu hundertprozentiger Schokolade? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Und ansonsten danke vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst den Daumen nach oben nicht und das Abo und habt eine schöne Zeit. Bis bald und ciao.